Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang. Ja, wir sind in den Grolmenhöhlen im zweiten Abschnitt. Haben einen ziemlich bösen Hinterhalt. Oh, noch ein Hinterhalt. Ich versuche mein Bestes. Ja! Ein Zwerg, ein Wort. Sturm, alles klar. Aber der Hinterhalt ist harmlos, ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen Hinterhalt abwehren müssen in der letzten Folge. Aber ja, da sind die paar Geister ziemlich harmlos. So. Mandaya, du heil mal Bruno hier. Der ist nämlich doch ein bisschen angeschlagen. So, okay. Hier sind untote Bäume. Hier scheint es weiterzugehen. Sanja, dem Wind. Folgt mir. Auf geht's. Okay, mehrere untote Grolme. Oh, viele untote Grolme. Lass das mal Forgrimm machen. Für Ardor. Mein Atem geht ruhig. Die Situation. Ich versuche mein Bestes. Aber ja, gegen die sollten wir eigentlich ankommen. Alles klar. Vor allem, weil Forgrimm so viel Damage hauen kann mit seinem Hammerschlag. So, gucken wir mal, dass wir die Materialien, die sie dabei haben. Oh, Dietrich hier. Ich versuche mein Bestes. Schmiedehammer. Okay, so viele Knäufe, wie wir schon haben, bräuchten wir eigentlich gar nicht. Okay, hier geht's weiter. Hier scheint es weiter zu gehen. Also da ist auf jeden Fall ein Pfeil in ein anderes Gebiet, so wie hier zum Beispiel Pfeile in andere Gebiete sind. Das heißt, bevor wir da lang gehen, gucken wir uns erstmal in der anderen Richtung um. Das ist keine Tür, die wir öffnen können. Machen Sie jetzt halb einen Quicksave auf und machen wir das Grolmengift weg. Ach, hier sind wieder geisterhafte Gestalten. Wollt ihr nun gegen die Stadt kämpfen? Ist das der wahre Mut der Zwerge? Schaut nur, auf euch wartet nichts als die Verdammnis. Ihr verliert mit jeder Stunde Stollen und Gänge und wollt uns drohen? Sucht den Zwergenschatz. Die Grolmengeister redeten von einem Zwergenschatz, den sie während der Kämpfe geraubt haben. Da Geister mit Schätzen nicht viel anfangen können, sollte ich diesen Schatz finden und ihn einer besseren Nutzung zuführen. Mhm. Los, kommt doch! Okay. Was steht da? Kann ich sich nicht so genau lesen. Ich finde es seltsam, dass hier alles voller Grolmenschalter. Okay. Falle ausgelöst, hä? Da ist eine Tür, da ist auch eine Tür, okay. Also der untote Grolm hat eine Falle ausgelöst. Okay, hier kommen wieder untote Grolme. Oh, verdammt viele untote Grolme. Wieder mal. Ich könnte eigentlich mal wieder eine hilfreiche Tatze beschwören. Fällt mir gerade so auf. Aufgepasst! Ja. Candidus. Und für die Menge am besten auch mal ein paar Amatutze. Na klar. Alles klar. Lass das mal Forgrimm machen. Oh, ich bin ziemlich angeschlagen. Ja. Ah, da trinken wir doch lieber einen Heiltrank. So. Das war unser Bär. Okay. Ein Schwert, ein Bogen. Das wird immer spannender jetzt gerade. Sande. Mandaya Banda. Folgt mir. Argwas. Mein Atem beruht. Sarana Ayola. Okay, ein Grolmengeist ist aufgetaucht. Aber jetzt ist es nur zum Glück nur noch ein Groll. Also ein untoter Groll und ein Geist. Metallteile Dietrich. Gegengewicht und Diamantstaub. Kohle und Diamantstaub. Noch mehr Diamantstaub. Metallteile. Alles klar. Noch ein Dietrich. Oh, na klar. Du hast Grolmengift abgekriegt. Mandaya Yoai Banda. Dezeption. Okay, und hier ist noch eine Wendeltreppe nach oben. Die Wendeltreppe ging auch nach oben. Hm. Okay. Jetzt wird's interessanter. Das öffnet die Tür. Das schließt die Tür auch wieder. Okay. Das öffnet diese Türe. Okay, das schließt die Türe hinter uns wieder. Sperrt uns damit ein. Ja. Okay. Ah, ich kann mir vorstellen, was das ist. Ich brauche alle Leute an irgendwelchen Schaltern. Lass das mal Forgrimm machen. Okay, nein, dadurch werden die Leute hergeportet. Warte mal, wo bin ich jetzt gerade? Jetzt bin ich hier. Oh, jetzt ist hier offen. Hm. Gut, hier ist offen. Ist zu. Das macht hier zu. Aber hier auch. So, das müsste hier zugemacht haben und hier drüben aufgemacht haben, genau. Das heißt, wenn wir hier zumachen... Ah, geht hier auf. Das jetzt hier aufgemacht. Das hat hier aufgemacht. Tatsache. Und das gibt uns einen Grolmenschlüssel. Okay. Grolmenschlüssel. Ein Grolmenschlüssel. Ich habe das Gefühl, dass er mir sehr nützlich sein kann. Ich sollte ihn gut aufheben. Okay, die Wendeltreppe will ich erstmal nicht hochgehen, weil ich glaube, die Wendeltreppe ist der wirkliche Weg weiter nach oben.